Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus schweigen muss, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Ya Jung Wang, Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin. Viele von unseren Hörern kennen dich schon. Für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, hier einige Informationen zu deiner Person. Du bist in Taiwan geboren und hast Gesang an der Suzhou University in Taipei studiert, bevor du dann von 2014 bis 2018 im Masterstudiengang bei unserem Ensemblemitglied und Kammersänger Markus Brück an der Universität der Künste in Berlin studiert und dort abgeschlossen hast. Du hast zunächst viel italienisches Repertoire gesungen und kamst dann in der Saison 2017-2018 als Stipendiat des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin zu uns ans Haus und gehörst seit der Saison 2018-19 zum festen Ensemble. Und ich weiß, dass du schon immer sehr gern Wagner-Partien einstudiert und gesungen hast. Wie es dazu kam, darüber reden wir gleich. Herzlich willkommen, Ya Jung. Hallo. Danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir das 13. Podcast-Duett zu wagen. Die Zahl 13 ist für viele Deutsche eine besondere Zahl, Unglücks- oder Glückszahl. Wie ist das denn für dich? Gibt es in Taiwan auch solche Glücks- oder Unglückszahlen? Ja, es gibt in Taiwan auch solche Glückszahl und Unglückszahl. Aber die Zahl 13 hat in Taiwan keine besondere Bedeutung. Okay. Ja. Zum Beispiel die Zahl 8 ist eine Glückszahl in Taiwan, weil die Aussprache von 8 wie ein Wort auf Mandarin klingt. Das Wort heißt Fa und 8 ist Ba und Fa bedeutet reich werden. Ja, also wir wollen alle mit der 8 dann weitermachen. Ja, viele Leute möchten reich werden. Ja. Du bist ja auch Mime, das passt zu dir dann die 8 in der Rolle. Und gibt es auch eine Unglückszahl? Ja, es gibt natürlich eine Unglückszahl in Taiwan. Der Grund ist auch an der Aussprache. Die Aussprache von 4 auf Mandarin ist Si. Und Si bedeutet Tod. Deshalb viele Hotels in Taiwan sogar kein vierte Etage haben. Ja, wir haben doch vierte Etagen, aber wir nennen sie, das machen wir mit der 13 auch so. Ja, das gibt einige Fluganbieter und Hotels auch, die keine 13 bei uns haben. Ach so, ja. Ja, das ist auch so. Interessant. Also ich habe jetzt schon gemerkt an deiner Fähigkeit, Mandarin zu sprechen. Ich bin ganz beeindruckt, wie gut dein Deutsch auch ist. Oh, also das Dank. Ist wirklich ganz ausgesprochen toll. Jetzt schon, du probst gerade bei uns am Haus Siegfried für unsere Neuinszenierung des Rings. Du übernimmst die sehr bedeutungsvolle Partie des Mime. Und da frage ich mich natürlich, was bedeutet die Figur des Mime für dich, für eine Person, die aus Taiwan stammt und diese germanische Sagen und Mythen da finden muss auf der Bühne? Ja, das ist eine riesige Herausforderung für mich. Ja, Mime ist das größte Rolle, die ich bisher gelernt habe. Ja, das ist vielleicht auch das größte Partie für Spieltenor, ja, ich denke. Und es kann auch gesagt werden, für mich selbst, das ist eine kleines Meilenstein. Und das ist auch eine Prüfung, die ich selbst gegeben habe, um mich selbst zu überprüfen, was ich seit 2014 in Deutschland gelernt habe. Auf jeden Fall sehr gut Deutsch. Das ist ganz toll. Das ist schon mal sehr schön. Ich bin gespannt. Der Mime ist ja eine Figur, also der Schmied, der Bruder von Alberich, eine undurchsichtige Figur, der Erzieher von Siegfried. Also da mischt sich sehr viel, aber er will natürlich was von Siegfried. Dieser Hintergrund mit den germanischen Mythen und Sagen,
Gibt es sowas Ähnliches oder solche Figuren auch in der taiwanesischen Kultur? In Taiwans Kultur gibt es fast keine Mythen über Zwerg. Oder vielleicht habe ich selbst nur nicht daran gedacht. Ja. Und wenn ich das Wort Zwerg höre, mein erster Gedanke ist die Sieben Zwerge und Schneewittchen. Schneewittchen, ja. Das ist weit weg von Mime. Ja, genau so. Aber ich weiß, ja, die sind ganz anders. Deshalb habe ich die ursprüngliche Geschichte von der germanischen Mythologie gelesen und habe auch einige Filme gesehen. Das ist nicht deine germanische Mythologie, aber zum Beispiel The Lord of the Ring. Lord of the Ring, ja. Ja, weil es gibt auch einen Ring und es gibt solche Karte, immer Ring gern zu haben. Ja, es gibt Zwerge und es gibt Gollum, darüber reden wir auch gleich noch. Gollum, ja, Gollum. Genau. Ja, Mime ist wie Gollum, ja. Ja. Und es gibt sogar auch viele Videospiele mit germanischen Mythen als Hintergrund. Ja. Ja, diese helfen mir, die Figur von Mime genährt. Ah, verstehe. Du hast dich also auf mehreren Medienebenen damit beschäftigt, um dem ein bisschen näher zu kommen. Ja. Jetzt ist das ja nicht nur vom Hintergrund, vom Überbau eine schwierige Herausforderung, sondern auch sängerisch. Wir wissen auch alle, dass die Wortgewalt von Wagner und die Musik, die schwierigen Formulierungen und die Textverständlichkeit sehr wichtig ist. Das ist für Muttersprachler schon eine Herausforderung. Wie ist denn das für dich gewesen, das zu erlernen? Wie hast du das gemacht? Ja, ich finde, ja, das ist interessant. Ich finde, ich bin im Vorteil. Weil als ein Nicht-Muttersprachler kann ich den Text von Wagner einfacher und schneller lernen. Wie kommt das? Ja, solche ungewöhnlichen Wörter sind mir einfach deutsch. Deswegen werde ich nicht verwirrt sein. Für mich, das ist einfach deutsch. Und aber du benutzt das nicht in der Alltagssprache, oder? Ja. Doch? Ja, doch. Benutzt du Wörter von Wagner aus Versehen in deiner Alltagssprache? Würde das passieren mit mir, weil du denkst, das ist Deutsch? Ja, vielleicht. Mich dünkt etwas, ja. So. Ach, das sagst du? Ja, genau. Ja. Okay, das ist nicht mehr so gut. Okay, ja gut. Ja, wenn ich ein Wort sehe, das ich nicht verstehe, werde ich es direkt im Wörterbuch nachschlagen und das Wort als normales Deutsch lernen. Verstehe. Ja. Also insofern bist du im Vorteil, meinst du, weil du das ganz normal als Text nimmst. Ja, genau. Wie das ist. Mhm. Ah ja, wir sind natürlich auch neugierig, was in der Neuinszenierung sozusagen wie Herheim die Figur des Mime anlegt. Kannst du dazu schon ein bisschen was erzählen, wie der Mime uns begegnet? Ja, wenn man die Walküre gesehen hat, vielleicht bemerkt man schon, ganz am Ende gab es eine Figur, die wie Wagner Karikatur aussieht. Bei der Geburtsszene am Schluss. Ja. Genau. Ja. Mhm. Der ist den Mime. Er schien als Wagner und raubte das Kind von Sieglinde, zog das Kind Siegfried auf und er denkt, er sei Wagner und möchte die ganze Geschichte wie ein Komponist zu kontrollieren. Also das ist die Idee von Herheim, dass quasi der Wagner als Mime auch erscheint? Ja, ich denke, es kann sein. Ja. Ich bin auch nicht sicher, aber ja, ich denke, in diese Richtung zu denken. Mhm. Ja, und Mime möchte auch Siegfried kontrollieren. Er glaubt, dass Siegfried von ihm geschöpft wurde. Aber Siegfried wird immer mehr unkontrollierbar. Mime hat keine Ahnung, was er tun soll. Deshalb werde Mime immer verrückter. Er ist manchmal Mime und auch manchmal Wagner wie ein Kranke. Ja, so sieht den Mime in den neuen Siegfried aus. Verstehe. Also eine noch stärkere Figur, als das vielleicht im Libretto erstmal angedacht ist. Und auch der Komponist wird mit einbezogen in die Rolle auf der Bühne. Interessant. Ja. Jetzt ist das natürlich nicht nur sängerisch und spielerisch eine schwierige Rolle, sondern du hast noch eine zusätzliche Aufgabe als Mime. Und das ist eine musikalische sozusagen, denn du spielst den Amboss. Ah, ja. Ja, wie lernt man das zum Singen und Spielen noch dazu? Wie macht man das? Ja, es wäre nicht allzu schwierig, wenn man nur den Amboss spielen würde. Aber wenn man beim Singen den Amboss gleichzeitig spielen wollen, ist es viel schwieriger. Echt. Und am Anfang war es wirklich nicht einfach. Als ich die Rolle lernte, versuchte ich mit klatschenden Händen zu üben. Du singst, hast gesungen und hast dabei geklatscht. Ja, genau. Ich habe geklatscht. Ja, okay. Und tat so.
als ob ich schmiede. Ja, und nach viel Übung wird es langsam aufgrund der Muskelgedächtnis immer besser. Ja, so, ach, so habe ich geübt. Das. So hast du geübt. Ja. Ich kenne dich ja schon länger und habe dich auch als Stipendiat schon gesehen und mich auch immer gefreut über deine Fortschritte. Du bist mir immer schon aufgefallen als jemand, der gerne Wagner singt. So bist du auch hier in Erscheinung getreten. Wie kam denn deine Liebe zu Wagner? Ja, mein Vorliebe für Wagner kommt nicht aus Taiwan, ja, sondern hier in Berlin. Ja, gibt es in Taiwan Wagner, wird das dort wahrgenommen als Komponist? Ja, ja, es gibt doch. Aber Opern werden in Taiwan nicht so oft aufgeführt. Ja. Wenn Opern aufgeführt werden, sind sie fast alle berühmt, ja, wie La Bohème, La Traviata, Carmen, Zauberflöte. Hi. Wagners Rhin-Zyklus ist natürlich auch eine von ihnen. Mhm. Und ich habe gesagt, dass meine Vorliebe für Wagner ist nicht aus Taiwan, sondern hier in Berlin. Als ich Student an der UDK, Universität der Künste Berlin, war, meine Gesangslehrer, Herr Markus Brück, hatte mir vorgeschlagen, den Monolog von Loge zu üben. Ja, ich war am Anfang. Markus ist schuld. Markus Brück ist schuld, dass du Wagner entdeckt hast. Ja, ja, genau. Vielen Dank, meine Lehre. Und ich war am Anfang nicht daran gewöhnt. Ich meine, die Musik und die Melodie von Wagner. Ja, ich fand die Musik und die Melodie etwas komisch und ungewöhnlich. Und manche Teile darf man nicht singen, sondern fast wie sprechen. Mhm. Ja, aber als ich mit Wagners Musik vertraut wurde, fand ich seine Musik zu reich und zu tiefgründig. Ja, nicht nur die Musik, sondern auch den Text. Der Stabreim ist so toll. Dann habe ich gelernt, Wagners Musik zu genießen. Ah ja, und das ist jetzt der Grund, warum du jetzt so weit gekommen bist mit Wagner. Der Mime ist ja eine große Rolle, wie wir jetzt schon beschrieben haben, und hat sehr viele Herausforderungen. Wie näherst du dich denn einer solchen Rolle? Wie ist da der Weg? Denn das kann man ja nicht alles auf einmal sofort erfassen. Wie hast du dich vorbereitet auf diese Rolle? Ja, ich denke, es gibt keine Abkürzung zum Lernen einer neuen Rolle. Ja. Ja, man muss Schritt für Schritt und langsam üben, um die Haltung, die Stimmfarbe und der Charakter von der Rolle zu finden. Womit fängst du an? Mit dem Text? Ja. Oder mit der Musik? Oder was? Wie arbeitest du? Ja, ich denke, alles muss zusammen sein, weil es kann nicht getrennt. Text ist das Wichtigste, weil wenn man den Text nicht versteht, kann man natürlich nicht weiter zu lernen. Und nicht weiterkommen, auch wie man das dann singt. Ja, ja, genau. Ja, ja, verstehe. Ja. Mhm. Und ich bin sehr glücklich, dass ich 2017 nach meinem Masterstudium Stipendiat an der Deutschen Oper Berlin wurde. Ja, danke, das freut uns. Wir freuen uns auch, dass du Stipendiat warst. Ich habe mich sehr gefreut. Und mein erstes Haus ist hier in der Deutschen Oper. Und ich bin ein Einsteiger in der Welt der Oper. Ich bin immer dankbar. Alle meine Kolleginnen und Kollegen sind hervorragend. Ja, hervorragend. Ja, ja, hervorragend, genau. Ja. Ja, ich kann wirklich viel von Ihnen lernen. Ja, wunderbar. Sag mal, nur ein kleiner Schwenker, du singst ja auch gern Italienisch. Gibt es da eine Rolle, die du besonders gerne singen würdest? Also was sich auch anbietet mit deiner Stimmfarbe im Moment? Ja, meine Stimmfarbe, jetzt in der Deutschen Oper, ich bin ein Spieltenor. Ja. Aber ich denke, Mime ist schon das größte Rolle für dieses Fach. Mhm. Deswegen, wenn in der Zukunft kommt etwas, ich würde sehr gerne mit Belcanto, Donizetti oder Rossini anfangen zu singen. Ah ja, sprichst du Italienisch auch? Die Ausbildung ist ja auch Italienisch? Ja, ich lerne immer gerne Italienisch. Ja. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, außer Singen gibt es ja in der Welt auch noch andere Dinge. In Taiwan gibt es eine sehr köstliche Küche. Ja. Ich wollte nur fragen, ob du auch traditionell kochst und vielleicht hast du noch einen Tipp für ein schönes Restaurant für uns Hörer in der nächsten Zeit. Ja, natürlich. Ja. Wenn wir wieder hin dürfen. Ja, wenn ich nicht probe, werde ich mit meiner Frau zusammen kochen. Wir machen zusammen Dumplings. Oh ja, ja, Dumplings, das mögen wir alle auch sehr. Teig, ja, ich mache Teig selbst und meine Frau macht die Fleisch oder was zur Füllung, zu füllen. Füllung, ja. Und wir kochen auch traditionelle Gerichte, wie Rindfleischsuppe mit Nudeln. Ja, ich habe heute erst nichts mitgebracht, ich möchte das schon mal anmerken. Aber es klingt köstlich. Und wo würde ich das essen können, wenn die Restaurants offen sind? Wo geht ihr gerne hin? Es gibt auch gute taiwanesische Restaurants in Berlin, zum Beispiel Cosi Matsu. Ja, okay. In Wedding. Ja. Ja, und
Mibab in Mitte. Gut, wir merken uns das. Also vielleicht sehen wir dich dann dort auch mal. Hast du noch andere Hobbys, wenn ihr nicht kocht und nicht singt? Ich habe viele, viele Hobbys. Ich interessiere mich für fast alles. Ja, ich habe, ich spiele Baseball und Softball für Sport. Ja. Und ich bin auch eine Gamer zu Hause. Video- und Computerspiele. Und wenn ich draußen gehe, Motorradfahren ist auch eine Hobby von mir. Oh, ich glaube, dass Christoph Seufer das nicht gerne hört jetzt gerade. Weiß er das? Nein, er hat mir gesagt, ich muss sehr sicher zu fahren, vorsichtig unbedingt zu fahren. Ja. Ich hoffe, du hältst dich daran. Ich habe das Gefühl, dass du schon sehr zu Hause bist hier in Berlin. Vermisst du deine Heimat oder wie bist du nach Berlin gekommen? Wie war denn da der Weg? Ja, natürlich vermisse ich meine Heimat und meine Familie. Ja. Ich telefoniere oft mit meiner Mutter. Leider ist Taiwan ist zu weit weg. Ja. Und der Flug nach Taiwan dauert 13 Stunden. Es ist schon lang. Man und geht ja jetzt wahrscheinlich sowieso nicht. Ne? Nein. Ja. Ja. Und wieso bin ich in Berlin gelandet? Ja, mein erster Gesangslehre in Taiwan. Er studierte auch an der UdK in Berlin. Und er war 2000 bis 2004 in Festensemble der Deutschen Oper Berlin. Nein, wirklich? Ja. Das ist der Zusammenhang. Er heißt Chong Bun Liao, ein Malaysier. Er hatte mir vorgeschlagen, dass ich auch vielleicht in der Zukunft versuchen könnte, in Deutschland Gesang zu studieren. Ich verstehe. Und sag mal, wie bist du in Taiwan auf die Idee gekommen, dass du singen möchtest? Was hat dich da inspiriert? Das war, als ich noch 16 Jahre alt war, in Senior High School, Oberschule, und in einem Musikunterricht. Ja, meine Musiklehrerin hat das DVD von The Three Tenors gespielt. Ja. Und damals war mein erstes Mal Oper zu hören. Ich verstehe gar nicht, was er singt aber du hast gesehen, gehört, den Gesang. Ich fühle, das ist ganz toll, sehr schön für mich. Und dann, ich höre Oper jeden Tag zu Hause auf YouTube. Und dann ein Tag entscheidet ich, anfangen, Gesang zu lernen. Aber da warst du schon älter als 16, als du angefangen hast. Das ist interessant. Ja, 16. Ja, ja, sehr interessant. Und du hast aber vorher Musik gemacht auch? Also hast du ein Instrument gespielt? Nein, gar nicht. Weil ich möchte in Universität Musikfakultät studieren. Ja. Deshalb, als ich 16 Jahre alt war, habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Ah ja, also parallel mit dem Singen. Ja. Das ist interessant. Gut, und dann bist du in Berlin gelandet und du bist aber gerne in Berlin, hoffe ich. Ja. Und nachdem ich ein Jahr Militärdienste in Taiwan geleistet hatte, kam ich nach Deutschland, an den Aufnahmeprüfungen für Musikhochschulen teilzunehmen. Mhm. Ich hatte viele, viele Aufnahmeprüfungen in Deutschland gemacht und am Ende war es nur an der UdK bestanden. So ist dein Schicksal gewesen, dass du zu uns kommst, was uns freut und gespannt sind auf das, was wir von dir sehen. Wir sind jetzt schon fast am Ende vom Podcast und diejenigen, die öfter zuhören, die kennen das schon. Ich frage am Schluss immer, was war dein schlimmstes oder schönstes oder schrillstes Erlebnis an der Deutschen Oper Berlin? Einmal in der Vorstellung von Traviata. Ich spielte Giuseppe, der Diener von Violetta. Ich bin verantwortlich für die Weingläser aller Gäste. Ja. Ja, ich habe 7 Gläser und 6 sollten weggenommen werden. Und das letzte sollte Violetta gegeben werden. Ah, für das Lied, aber als ich bemerkte, nahm jemand das Glas weg, das der anderen Rolle Marquis gegeben werden sollte. Ich fühlte mich plötzlich sehr Panik auf der Bühne. Du musst das ein Glas retten, ja? Ja, denn wenn Marquis das letzte Glas nahm, würde Violetta kein Glas in Hand haben, wenn sie das Trinklied sang. Ja, das ist Katastrophe. Und ich versuche, ihn zu implizieren, ohne vom Publikum bemerkt zu werden. Den Marquis hast du signalisiert, nicht nehmen? Genau. Aber Gott sei Dank, dass er sofort bemerkt hatte. Ja. Deshalb hatte er das letzte Glas nicht genommen. Danke, meine liebe Kollegin. Danke, lieber Kollege. Wunderbar. Also die Panik hat sich nur kurzzeitig abgespielt auf der Bühne. Dann hat alles geklappt. Ja.
Ja, wunderbar. Ja, das wünschen wir dir jetzt natürlich auch für die Zukunft, für den Siegfried jetzt als erstes Mal, dass es klappt und dass es gut läuft, dass wir es vielleicht auch hoffentlich alle sehen können. Mal schauen. Und ansonsten spätestens im November in den Zyklen sehen wir dich als Mime dann und wünschen dir bis dahin alles Gute. Bleib gesund. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal fürs Kommen. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie gut durch die nächsten Wochen. Schöne Ostertage. Und auf Wiederhören beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Bis bald. Dankeschön, bis bald.